Und da sind wir wieder zu einem weiteren Part. Schwarze Edition. Top motiviert, nachdem wir unseren 8. Orden erhalten haben. Geht's jetzt weiter. So, Teleporter, hier Tafelwasser holen, oder? Aus der Arena ist er besiegt. Unglaublich, das ist ja unglaublich. Okay, der Typ gibt uns kein Tafelwasser mehr, weil wir den Arena-Leiter schon besiegt haben. Und, oh, Professorin Esche. Hallo, und wie liest man sich dann so? Ich bin eigens eingeschaltet, um dir zu erklären, wie man das legendäre Pokémon Reshiram wieder zum Leben erweckt. Ich dachte, es sei besser, das persönlich zu tun, als es dir über den Visocaster mitzuteilen. Also, und es kommt zum Kern der Sache zu kommen, ich habe noch keine Ahnung, aber das Pokémon erwacht bestimmt bei jemandem, den es für sehr würdig befindet. Aber erstmal muss ich dir gratulieren, du hast alle 8 Orden der einen Region errungen und das zeigt, wie stark du geworden bist. Dir ist bewusst? Nee, dir ist das vielleicht gar nicht mehr bewusst, aber du bist nicht mehr der Trainer, der damals Evinizia verlassen hat. Also, dann verrate ich dir mal, wohin ein Trainer geht, der bereits alle Pokémon-Arenen gemeistert hat. Okay, sag bloß, wir gehen jetzt zur Pokémon-Liga. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja doch, lol. Durchreite das Tor dort und du gelangst auf Route 10. Hinter der Ordenskontrollthron liegt die Siegestraße und die führt dich schließlich zur Pokémon-Liga. Das erinnert mich daran, wie ich dich im Pokémon-Center von Gavina herumgeführt habe, Rigi. Sag mal, bereust du es eigentlich, mit den Pokémon auf Reise gegangen zu sein? Nein! Danke! Über diese Antwort freue ich mich von ganzem Herzen. Es hat mich damals auch riesig gefreut, euch die Pokémon zu schenken. Das war einfach so eine schöne Begegnung zwischen Mensch und Pokémon. Ein Geschenk für dich, Rigi. Oh, ein Meisterball. Geil, ein Meisterball. Aber den benutzen wir nicht. Der Meisterball ist der Ball der Bälle. Fängt ihr doch stets jedes Pokémon ein, ausnahmslos. Es tut mir leid, dass ich dich nur auf dieser Weise unterstützen kann. Rigi, was auch geschieht, die Pokémon sind mit dir. Immer. Bis dann. Ah, mir kommen die Tränen. Nach dieser traurigen Story, sage ich mal, ja. Traurig. Aber nichtsdestotrotz. Wir müssen stark bleiben, hart bleiben. Einfach mal aufheilen. Nebenbei den Speed erhöhen. Und vielen Dank. Blablabla. Bla, bla. Ja, okay. Jetzt gehen wir nämlich hier rein. In den Beutel. Ne, noch nicht. Crush hat jetzt genug Training bekommen. Dafür kann Clever nach vorne. Kann ich nicht die Items irgendwie so viel gechittert bewegen? Wenn da jemand eine Methode kennt oder so, wäre ich froh, wenn ihr mir das sagen könnte, ja. Also Clever kriegt jetzt das Item. Und los geht's. Auf Richtung Pokéliga. Denn ich will Pokémon weißer sein, das ist mein Ziel. Okay, was? Hey Trainer, hast du kurz Zeit? Ich habe es über den Visocaster gehört. Auf Route 7 tobt ein schlimmes Unwetter. Und es soll kein natürliches Schauspiel sein. Irgendwie unheimlich, was? Die Siegestraße zwischen dir steht zwischen dir und deinem Pokémon. Okay. Um auf Route 7 zurückzukommen. Dort werden wir uns noch nicht hinbegeben. Dort begeben wir uns erst später hin. Und. Geile Mucke. Nee, Tarnpikdons. Verdammt. Oh, das muss doch jetzt nicht sein. Ja, okay, Bissbug. Was hast du eigentlich für Attacken? Okay. Alles klar. Okay. Überall diese schwulen Tarnpignons. Na, natürlich kämpfe ich nicht gegen die. Die sind mir zu falsch rum. Ah, da. Endlich ein Hyperheiler. Hyperheiler. Was gibt's hier für Pokémon? Ein Hadaria, also Terrybug. Ah, Bedrohung. Ich hasse Bedrohung. Geh doch mal weg damit. Braucht doch kein Schwein. Nee, gibt's kein Item. Das ist eine Kämpferin. Die hat bestimmt Kampf-Pokémon, aber wir haben Eier und kämpfen gegen sie. Das Lebensweg eines Pokémon-Trainers ist eine endlose Lehrfahrt. Magic! So, Chiara. Keine Ahnung. Da sollten wir doch lieber wechseln. Und zwar auf den guten alten Professor X. Ja, Professor X fängt Turmkick und so ein Scheiß ganz gut ab. Okay, Grimasse nicht. Scheiße. Da wir, wenn jetzt was wie Knirscher kommt, sind wir right in your face, bitch. Ja, also das heißt so viel wie wir sind
Ja, wie drücke ich es freundlich aus? Wir sind am Arsch, genau am Arsch. Luftschnitt geht natürlich daneben. Ah, hier, komm, R-Slash, komm. So. Und Lin Fu, ja, bleiben wir drin. Lin Fu, der Bruder von Finchu. Psychokinese. Sprungkick, zieht so gut wie nix. Wir haben eine vierfache Resistenz dagegen. Und Lin Fu geht down. So, Chira. Soll mir in Leere sein. Nie mehr mit Normal-Pokémon gegen richtig auffällige Kampf-Pokémon starten. Ehrlich. Das ist mir zu gefährlich. So, Lion. Schicken Scharfax rein. Und bei Scharfax haben wir gute Erfahrungen gemacht. Also, Kleffer, ja, setz mal stärker ein. Zack. Hoffentlich sieht das vieler. Und ich überlege gerade, ob ich eventuell. Ah, nee, Stärke kann ich ja schlecht wegmachen. Ich brauche ja Stärke. Ist doof. Ich würde nämlich gerne Kleffer Rückkehr beibringen. Zaplalek, was ist das denn? Ey, Zaplalek. Geil, das ist die Weiterentwicklung von Zapladin. Ja. Okay, das Ding sieht noch hässlich aus, aber wenn ihr gleich das andere seht. Uiuiuiui, Discharge. Ah, paralysiert uns natürlich. Wie soll es denn auch anders sein? Bei unserem Glück. So, Knirscher. Und Zaplalek wurde besiegt. Hydragil. Oh, ich habe keine Ahnung, was Hydragil ist. Klingt aber nach Wasser. Also schick mir Lilili rein. Hydragil ist. Das ist aber kein Wasser-Pokémon. Nein. Egal. Big Show, Big Show. Es ist dein Auftritt, mein Freund. Sternschauer. Wie uncool. Hier, Flammenwurf und du bist Geschichte. Sieht aus wie so ein, das Ding sieht aus wie so ein Ninja. So, Flammenwurf. Und Hydragil. Ist Schnee von gestern. Solian. Du hast uns jetzt so weit gebracht, dass wir zum ersten Mal seit langem wieder ein bisschen Tränke benutzen müssen. Hyperheiler da. Hyperheiler. Und haben wir Tafelwasser oder so? Ich hatte doch irgendwo noch. Kumumilch. Geil, ich habe ja Kumumilch. So, Kleffer und Professor X werden mit Kumumilch geheilt. Geil. Kumumilch ist cool. So, eine Trainerin. Eine Veteranin. Ich bin der beste Trainer in dieser Gegend. Kannst du es mit mir aufnehmen? Very, very gefährlich. Veteran Clara. Schickt ihr Marakamba, Marakamba, Marakimbo, Kimbo, Kimbo Slice. Wow. So, Stärke. Holy shit, zum Glück ging das daneben. Knirscher und das Marakamba geht down. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Frigometri, was war Frigometri? Frigo. Ach, das Eisding da. Ist eigentlich ein richtig cooles Pokémon, nur der Typ ist scheiße. Und die Verteidigung ist auch ziemlich schwach. Von daher bin ich jetzt auch mit Kleffer drin geblieben. Ihr werdet sehen, Stärke wird. Ja, ein One-Hit. Saugstark. Mamolida. Was ist Mamolida nochmal? Oh. Das Homo-Pokémon. Schlechthin. Taucher. Gut, dass es Taucher einsetzt. Jetzt können wir mit Kraftschub ein klein wenig unseren Angriff boosten. Angriff und Spezialangriff steigt. Taucher trifft. Oh, Low Damage. Dafür wird Donnerzahn jetzt reinhauen wie Schmitzkatze, ja? Genius. Und 47. Es geht ja rucki zucki karucki. So. Und weiter. Oh, Charon. Halt. Charon und. Oh, Charon und Bell. Lysander und Professor Escher haben mir gesagt, dass du auf dem Weg zur Pokémon-Liga bist. Das war? Ja. Also, was Lauro betrifft, bin ich eigentlich ziemlich zuversichtlich. Er ist schließlich nicht umsonst der Champ. Im schlimmsten Fall wirst du jedoch gegen N, den Boss von Team Plasma, kämpfen müssen. Ich vergewissere mich daher nochmal besser, wie stark du momentan bist. Das ist so typisch.
Charon, wir kämpfen gegen Charon kurz vor der Liga. Das ist typisch Pokémon-Style. Immer der Rival. Die sind immer wieder vor der Liga da. Oder in der Sigi-Straße oder keine Ahnung. Hab natürlich nichts dagegen, aber keine Ahnung. Sagt irgendwie. Fasersnob. Ja, hier Donnerzahn gegen Fasersnob. Ich hab den Speed bewusst jetzt nicht runtergestellt, weil keine Ahnung. Warum eigentlich? Ich weiß nicht. Ist halt low hier. Gegen Charon und Bell. Ihr seht ja, Atmurai. Ja, Atmurai. Lilili. Ich brauch dich, Schatz. Einmal Feldereigen, bitte, Kleine. Okay. Spezialangriff, Spezialverteidigung, Speed steigen. Er wird Schnitt sein. Ja. Scheiß Schaden. Im Gegensatz zu Gigasauger, was jetzt richtig reinhaut. Boah, ein One-Hit nach Feldereigen. Heftig. 4000 nach deiner Erfahrungspunkte und Grillcheater. Ja, jetzt können wir wieder ruhig wechseln. Ja, Crush. Crush natürlich der perfekte Counter schlechthin. Für solche Fälle. Steinhagel. Funkenflugs. Sackt. Oh, das muss doch jetzt echt nicht sein, oder? Du zögerst deine Niederlage doch nur heraus mit dem Mist. So, sicherer One-Hit. Und Cleopatra. Ja, kann eigentlich wieder unser Big Show rein. Oh, Big Show ist am lowest mittlerweile. 45. Kann so nicht weitergehen. Ist schon mein letztes Pokémon. Wir werden unsere Kräfte mobilisieren. Bla bla bla. Verlierst du so oder so. Klack. Einmal in die Eier, in die Weichstelle. Und es ist nach einem Schlag Raum. Danke, du hast mich wirklich beeindruckt. Sag bloß. Hut ab, du hast ehrlich drauf. Das meine ich ganz ehrlich. Lass mich noch schnell dafür sorgen, dass deine Pokémon wieder fit werden. Und jetzt kommt Charon, oder? Okay, Regi. Ich kann jetzt zwar nicht großartig wirklich sein, aber zumindest habe ich eine Kleinigkeit für dich. Nee. Charon will nicht gegen uns kämpfen, schade. Aber es ist schon witzig zu sehen, wie jeder seinen eigenen Weg geht. Witzig? Ah, kommt. Ja, ja, das ist wieder dieses typische, dieses kitschige, ja? Drei Freunde, alle halten zusammen, wir stehen hinter dir, bla bla bla. Geben wir alle unser Bestes, ja. Cool, geben wir alle unser Bestes. Ja, danke, Charon. So, Big Show nach vorne. So, Glücksei geben. Ich werde erstmal die zwei Trainer hier vorklöpfen. Geben natürlich noch andere Trainer. Oder die Route ging ja oben noch weiter. Aber wir lassen uns Zeit. Oh, was ist das denn für ein Geweih? Das ist das Frühlingsgeweih von Kronjuwel. Genius. So, Flammenwurf. Charme. Willst du uns einfach bezürzen, sexy Lady? Das klappt leider bei meinem Fuchs nicht. So. Big Show ein Level Up direkt mal. Okay, Apoqualip. Apoqualip. Jetzt werdet ihr sehen, Leute. Was ich meine. Also, Akku-Qualle, komm, hol's raus. Da habt ihr's. Das weibliche, wie hieß das? Quabbel, mutiert zu diesem monströsen Monstervieh, was wir gerade hier vor uns sehen. Ja, das ist krank. Sehr krank, ja. Das weibliche trägt eine weibliche Krone. Oh, Blättertanz, endlich! Auf die Attacke warte ich schon so lange. Blättertanz wurde und ja auf 120 aufgewertet. 120 Stärke. Und die werden wir jetzt natürlich die für Gigasauger beibringen. Nice. Gut. Und jetzt brauchen wir diese Großwurzel auch gar nicht mehr. Jetzt können wir was anderes auf unsere Pokémon drauf tun. Also auf Lilili. Wo haben wir jetzt Wundersaat?
Wundersaat, 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 Wundersaat. Da. Oh, das wird richtig reinhauen, die Slididi. Großwurzel macht ja jetzt keinen Sinn mehr, weil wir keine Saugattacken mehr haben. Also. Ich habe schon viele Trainer gesehen. Du hast dieses gewisse Etwas, das ich sonst nur bei starken Trainern schwöre. Ja, also Lili, die hat keine Sorgattacken mehr. Fazit. Da muss sich jemand rasieren. Nein, Siberio. Wow, ekelhaft. Fazit ist einfach, wir tun Wundersaat drauf und erhöhen damit Blättertanz-Power. Und ich zeige euch irgendwann mal, wie stark Blättertanz ist, ja. Also beim nächsten Branawarz. Was ist das denn? Warzenschwein? Uah, was ist das denn? Iack, ekelhaft. Wechsel, Kotzreiz. Oh. Ist das widerlich? Erdbeben. Boah, widerlich. Ja, ich sage euch einfach mal Blättertanz. Animation wie immer. Ein Blättertanz. Blätter erstmal bei Lili, dann sind die Blätter bei Branawarz. Oh, ist das ekelhaft, Branawarz. Kavalanzas. Dem Namen nach zu urteilen, ist es die Weiterentwicklung von diesem kleinen Wasserding da. Das, ja. Kavalanzas. Ich finde den Namen richtig cool. Kommt wahrscheinlich von Kavalier und Lanze. Und es sieht auch cool aus. Meiner Meinung nach. Hat aber einen scheiß Move Pool. Soweit ich gehört habe. Von daher. Ja, mal schauen. Eventuell werde ich ja mal den ein oder anderen Black-White-Wi-Fi-Battle hochladen. Ich werde bereite mich ja im Moment so drauf vor, so in die Szene einzusteigen. Was ist das denn? Skalik. Cool. Also Skalik ist von Typ Unlichtflug. Ich finde, es sieht ganz cool aus, ja. Hat einfach was. Es hat was. Aber nichtsdestotrotz werden wir jetzt erst... Wir werden jetzt... What the fuck? Wir werden jetzt erst... Hallo? Wo ist Topschutz da? Topschutz. Wo ist die Select-Taste? Ach da. Topschutz nach ganz oben. Und... Oh, nein. Was? Ich komme mit der Links nicht zurecht. So, Topschutz. Und hoch geht's. Den Detektor nochmal aktivieren. So. Wahrscheinlich wieder ein hässliches Hutsasser. Hutsasser ist die Weiterentwicklung von Tarnpignon und ist ziemlich hässlich. Ein echter Hässler. Aber ich hoffe mal, die gehen gute Erfahrung. 1600, nice. Da habe ich kein Problem, gegen die zu kämpfen, wenn die so richtig gute Erfahrungspunkte geben. Du Hutsasser. Ein Flammenwurf und du wirst zu einem Burn-Sasser, ein Flammen-Grill-Asch-Sasser. Asch-Sasser, Asch-Sasser. Von Asche. Und der nächste Kampftrainer. Mysterious Musik. Ha, ha, ha. Ich bin auf dem Weg zur Siegestraße. Mein Hobby ist es, andere Trainer in die Knie zu zwingen. Nee, bei mir wird das nicht der Fall sein. Edward. Karagunis, Karadonis, Karapenis, schwarzer Penis. Ja. Können wir eigentlich nur Flammenwurf gegen einsetzen? Oh, Volltreffer. Geil. Er will 48. Geil. Und Edward wurde besiegt. Edward. Finden zudem Hyper Trank. Hier wahrscheinlich. Oh, Funkelschein. Okay. Wanderer. Oh, ich mag keinen Wanderer. Geh Wanderer noch heim. Scheiß da aus dem Fahrer. Wieland. Schickt. Anabolika Stereo Poli rein. Flammenwurf, komm. Burn. Nice. Und Sedimanto. Ja, bleiben wir drin. Wanderer Wieland. Fußtritt. Zack. Oh, und diese Fähigkeit Robustheit zackt irgendwie. Also in-game ist sie schon ziemlich nervig. Dampfwalze. Um den Sedimanto ein Ende zu setzen. Erfolgreich.
Und was ist das? Ich bin beeindruckt, dass du es bisher geschafft hast. Da muss ich dir wirklich meinen Respekt zollen. Hier, das ist für dich. Ein Fensterstein. Hey, Miss Finster. Dankeschön. Ja, ja. Brille? Ja. Ich mutiere wieder zum Freak. Ich weiß alles. Ich weiß nicht alles. Aber doch, eigentlich weiß ich alles in den Spielen. Also wo sich welches Item und so befindet, aber Black White war das bis jetzt nicht der Fall, aber ich glaube, das hat sich jetzt auch mein Gedächtnis gebrannt. Twin Drake City. Gehen jetzt erstmal in Twin Drake City aufheilen. Und dann begeben wir uns auf den Weg Richtung Liga. Ne, ja, Richtung Liga. Über die Siegestraße. So, deine Pokémon sind wieder topfit. Wir tun einfach mal Lilili nach vorne. Und auf geht's Richtung Liga. Oh, die Musik ist Magic. Schutz wirkt nicht mehr. Wayne. Route 7 muss ich mir merken. Okay. Also Route 10 sind wir jetzt. Und auf Route 7 müssen wir irgendwann mal hin. Huh, also, was steht auf dem Schildchen? Ordnungskontrolltor. Öffne die Tore und ändere den Verlauf der Geschichte. Okay. Also, wir begeben uns jetzt erstmal durch Tor 1. Das ist so wie im ersten. Halt, nur Befugte dürfen dieses Tor passieren. Der Schlüssel, der dieses verschlossene Tor öffnet, ist der Trio-Orden. Der Trio-Orden. Ja, und die Tür geht auf. Träger des Trio-Ordens. Erweise dich als würdig, indem du den bevorstehenden Herausforderungen stellst. Ja. Ist jetzt eigentlich immer dasselbe. Jetzt kommt halt der Grundorden. Was ist der Grundorden? Grundordens. Achso. Im Hintergrund natürlich so eine schöne. What the fuck? Ulti, was machst du da? Bisofunk. Das für Dinge sollte Ulti heißen, nicht Bisofunk. Bäh, direkt mal flüchten. Oh mein Gott. Krass. Bafuron, ey. So, halte ein. Käferorden. Okay, Käferorden, gab's das nicht schon mal? Keine Ahnung. Und die Tore sind jetzt immer so nach den Arena-Typen auch angepasst. Wie hier zum Beispiel Elektro, eben gab's den komischen Käfer. Und was hast du so? Ein Tor ist eine Verbindung zwischen zwei Räumen. Dahinter verbirgt sich eine ganz andere Welt. Durchschreitet man ein solches Tor, fühlt es sich so an, als würde man ein anderes Universum hinübergleiten. Und zur gleichen Zeit erinnert man sich auch an den Arena-Leiter, da einer der entsprechenden Orden überreicht hat. Ohne einen Seismo-Orden ist hier an dieser Stelle jedoch Endstation. Ich hatte den Seismo-Orden noch. Oh, und weiter geht's. Way to go! Hier so Schluchten, typisch Boden und Jet-Orden. Es kommt bestimmt irgendwas mit Flug. Ja, ein Abgrund, über den wir hinübergleiten. Hey, das sieht cool aus. Okay, Eiszapfen-Orden. Eiszapfen, war so klar. Naja. Hoch, hoch, hoch. Was kommt jetzt nochmal? Halte ein. Legendenorden. Was kommt jetzt? Irgendwelche Drachen? Ja. Ja, Drachen. Und wir sind in der Siegestraße, Leute. Das ist die Siegestraße. Aber mit der geht erst im nächsten Part weiter. Ich werde jetzt erstmal zur Sicherheit saven. Also sichern. Ach, ach, richtig schöner Tag. Ah, und ich drehe Videos. Naja. Egal. Vielen Dank für Zugucken, Leute. Bis bald. Und euer Rigi.